Rund 300 Zuschauer erlebten im Feldkircher Waldstadion eine flotte Landesliga-Partie. Auf dem trotz des anhaltenden Dauerregens sehr gut bespielbaren Rasen übernahmen überraschenderweise die Blau-Weißen gleich zu Beginn der Partie das Heft in die Hand, zeigten der besten Landesliga-Frühjahrsmannschaft aus Schwarzach, wer hier der Herr im Hause ist. Angetrieben von Denker und Lenker, Mike Zech kombinierte man gefällig, versuchte mit schnellem Direktspiel über die Seiten zum Erfolg zu kommen. Der letzte Zuschauer hatte noch nicht einmal seinen Platz eingenommen, die Gäste mit den Gedanken wohl noch in der Kabine, als es das erste Mal im Kasten der favorisierten Schwarzacher klingelte. Die Stadionuhr zeigte die vierte Spielminute, als sich Mike Zech nach zwei Doppelpässen auf der linken Seite durchsetzte, die Kugel ideal für den mitlaufenden Michael Mondschein aufspielte, der zum frühen 1:0 eindrückte. Die Haag-Spieltruppe drückte auch danach weiter aufs Tempo und dies mit Erfolg. Bereits 3 Minuten später schockten die Feldkircher die beste Frühjahrsmannschaft aus Schwarzach mit einem ersten Sahnetreffer zum 2:0. Schneller Blau-Weiß-Angriff über rechts, Fersler von Kapitän Jonas Stieger auf Mondschein, dieser per Fersler zurück auf Stieger, der das Leder überlegt zum 2:0 ins lange Eck schiebt. Und das muntere Toreschießen im Waldstadion geht weiter. Fast vom Anspiel weg die schnelle Antwort der Schwarzacher. Weiter Sereinik-Pass aus der eigenen Hälfte auf Schuchter. Der setzt sich gegen Moosbrucker durch, legt ideal für den aufgerückten am 16er lauernden Pfeil auf, der zum 2:1 Anschlusstreffer ins Feldkircher Gehäuse trifft. Doch damit nicht genug. Die Schwarzacher, die nicht zum Trikottauschen nach Feldkirch gekommen waren, setzten nach, nutzten einen Patzer der Blau-Weiß-Defensive in der 16. Minute zum 2:2 Ausgleichstreffer durch Schuchter. Was nun folgte, war ein offener Schlagabtausch. Beide Teams forcierten das Offensivspiel und waren auf einen neuerlichen Treffer aus. Doch die Defensivabteilungen hielten bis zur Pause dicht, ließen keine weiteren Treffer zu. Nach dem Seitenwechsel mussten beide Teams dem hohen Tempo der ersten Spielhälfte ein wenig Tribut zollen. Der doch tiefe Boden hatte Kraft gekostet und so flachte die Partie nach rund einer Stunde Spielzeit ein wenig ab. Fehlpässe auf beiden Seiten hemmten zudem den Spielfluss. Und gerade als die Gäste die Partie langsam in den Griff bekamen, schlugen die Montfortstädter in der 79. Spielminute neuerlich eiskalt zu. Spielmacher Zech serviert die Kugel von links, ideal für Sturmtank Mondschein, der aus kurzer Distanz zum vielen jubelnden Ball zu 2 einschoss. Nun schien der Käse gegessen, die Haag-Spieltruppe war ihrem Ziel, den Schwarzachern die erste Frühjahrsniederlage beizubringen und die 3 Punkte in Feldkirch zu behalten, ein ganz großes Stück näher gekommen. Doch aufgegeben wird nur ein Brief, hieß die Devise der Gäste. Es wurde alles riskiert, um die weiße Frühjahrsweste zu behalten und ungeschlagen die Heimreise anzutreten. Spielertrainer Sereinik wechselte von der Innenverteidigung in den Sturm und dies sollte Folgen haben. Aber nicht für die Gäste, sondern für die in Führung liegenden Feldkircher. Neslanovic zirkelte in der 89. Spielminute einen Foul-Freistoß von rechts, ideal vor das Feldkircher Gehäuse und dem aufgerückten Spielertrainer Sereinik gelingt in der Schlussminute per Kopf doch noch der Ausgleich in einer guten Landesliga-Partie. Ja, es war eine Wahnsinnspartie. Wir haben super angefangen, die erste Minute gleich 2:0 geführt, aber wie so oft die letzten Spiele haben wir es halt wieder ziemlich schnell aus der Hand gegeben. Dann am Schluss nochmal zurückgekämpft und wieder geführt und dann halt wieder durch, ja, scheiß Aktion am Schluss und dann geht es halt wieder unentschieden aus. Ja, ja, ist für die Zuschauer sicher ein interessantes Spiel gewesen. Achtung, fertig, los. Ja, also es ist nicht viel Taktik dabei gewesen, sondern wirklich Offensivfußball auf beiden Seiten. Vor allem erste Halbzeit, ja. Feldkirch mit einem super Start, 2 wunderschöne Goal. Da sind wir noch nicht so richtig auf dem Platz gewesen. Nachher haben wir ja das Zepter übernommen, haben können relativ schnell das 2:1 machen und haben nachher wirklich auch sehr guten Fußball gespielt und Chance um Chance erarbeitet. Ja. Das 2:2 zur Halbzeit ist dann, denke ich, auch gerecht gewesen. Ja. Die zweite Halbzeit war ein Abtasten gewesen, mehr, weniger Strafraumaktionen gehabt, beide Mannschaften. Ja, ist am Schluss nochmal turbulent geworden mit dem 3:2 und in der 90. glaube fast mit dem 3:3. Und ja, sicher, eben, wie gesagt, für die Zuschauer sicher eine lässige Partie gewesen.